Und bei mir im Studio begrüße ich nun Ex-Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP. Guten Tag, Herr Baum. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Der Zustand Ihrer Partei, Sie sind eine Ikone der FDP. Das müsste Sie doch grauen im Moment. Ja, ist auch so. Ich habe große Sorgen, dass die FDP ihre Wähler nicht mehr erreicht. Und das haben ja die letzten Landtagswahlen gezeigt. Und übrigens auch schon davor ist sie aus Parlamenten herausgefallen. Und sie spielt im Machtgefüge der Bundesrepublik, also im Bundesrat, schon keine Rolle mehr. Das heißt also, sie muss sich jetzt überlegen, wer sind wir eigentlich in der Epochenwende? Was bedeutet die Existenz einer liberalen Partei, die ich für unverzichtbar halte, auch in Konkurrenz beispielsweise zu den Grünen, nicht nur gegenüber den Konservativen bei Merz beispielsweise? Wie erschließen wir uns neue Wähler? Also ich lebe in Köln, da gibt es 6% Grüne und 6% FDP und 30% Grüne. Das heißt, die Liberalen müssen sich öffnen, die Zukunft mit einer Zukunftsperspektive, müssen den Menschen sagen, warum gibt es eine liberale Partei, warum ist sie notwendig? Aber wen machen Sie dafür verantwortlich? Wir hatten mal einen Hans-Dietrich Genscher damals in der Zeit. Ich kann mich gut daran erinnern. Sie waren von 78 bis 82, waren Sie Bundesinnenminister, damals der Koalitionsbruch. Da haben Sie ja als einziger Sie sind nicht mitgegangen, ja. Ganz genau. Und die FDP stand aber für was? Wer macht denn dann heute die Fehler, dass die FDP so wischiwaschi geworden ist? Ist es tatsächlich also sie muss vor allen Dingen sagen, die Ampel ist auch unser Projekt. Nicht? Was hat sie denn sonst? Sie glaubt doch nicht im Ernst, dass die CDU mit den Grünen, wenn sie koaliert, keine Kompromisse macht. Es müssen Kompromisse gemacht werden. Sie sind schwierig. Die Parteien müssen sich verändern. Die Grünen haben sich verändert. Die SPD, die FDP braucht eine Art Zeitenwende auch des Liberalismus. Nicht die Grundprinzipien, aber die Anwendung. Und das bedeutet also, dass sie jetzt zum Beispiel sich breiter aufstellen muss. Wo ist eine Europapolitik der Liberalen in einer Situation, wo die Welt aus den Fugen gerät? Was ist die Welle, die Rolle von Europa in diesem Weltgefüge? Das heißt, sie ist kompetent und auch sehr präsent im Bereich der Finanzpolitik, aber wo ist der Liberalismus? In der Bildungspolitik zum Beispiel. Wir haben eine Bildungsministerin, die müsste einen Riesenaufschlag machen, von Kita bis oben hin, bis zur Wissenschaft. Das heißt, Zukunftsthemen müssen besetzt werden. Modernisierung muss zum Thema werden. Und das Image, die FDP würde immer nur blockieren, muss weg. Sie muss ihre Erfolge darstellen, auch in der Ampelkoalition. Aber der Bundesfinanzminister ist ja im Prinzip zwischen den Mühlen, zwischen SPD und Grünen. Er muss den Staatshaushalt in der Regel einhalten. Er betont die Schuldenbremse. Das ist verfassungsmäßig vorgeschrieben. Aber trotzdem, warum kriegt er das ab? Muss er da ein bisschen deutlicher nochmal erklären, wofür die... Also es muss viel mehr erklärt werden. Und die Wähler erwarten auch, sage ich mal, eine Art Wärmestrom. Sie wollen erreicht werden, sie sind unsicher, sie haben Angst vor der Zukunft. Man muss ihnen sagen, wir haben die und die Perspektiven, wir helfen, wir erklären, wir führen in eine Zukunft hinein, die also moderner ist, aufgeschlossener, entbürokratisierter, zukunftsorientierter. Ein neuer Mittelstand muss erschlossen werden. Es muss eine Stammwählerschaft erschlossen werden, die nicht die FDP nur wählt wäre wegen irgendwelcher Koalitionsoptionen. Die hat sie kaum noch, sondern weil sie überzeugt sind, ich sage es nochmal, dass es eine auf Freiheit hin orientierte Partei in Deutschland geben muss. Allerdings Freiheit in Verantwortung. Aber es muss ja schnell gehen. Wir haben in diesem Jahr noch zwei wichtige Landtagswahlen, Hessen und Bayern nur angesprochen. Bremen kommt und Bremen kommt auch noch dazu. Gut, aber da spielt die FDP ja keine so große Rolle in Bremen. Aber Hessen und Bayern, das ist ja eher das Wählerklientel. Da muss doch einiges passieren. Ja, aber Bremen ist eine urbane Situation. Da ist sie noch im Parlament. Nicht? Also im Grunde muss die FDP sichtbar machen, wir haben verstanden. Sie muss die Wahlniederlagen aufarbeiten. Auch das hat sie nicht richtig gemacht. Sie muss sagen, wir haben verstanden, wir werden euch jetzt die Zukunftsvision, die Zukunftsperspektiven bieten, unter denen wir alle unsere einzelnen Projekte einordnen. Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister und eine Ikone der Freien Liberalen, der Freien Demokratischen Partei. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein.
wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.